Okay, heute war die Nikon Z9 bei mir in der Post. Ich mache das jetzt schnell mit dem Handy und lasst uns einfach mal reinschauen. Zuerst erwarten uns die gesammelten Werke von Nikon. Immer sehr schön. Anleitung. Lustigerweise gleich mit Eselohren inklusive. Na gut. Aber wir wollen ja sowieso zu den guten Sachen kommen. Wer braucht schon eine Anleitung, wenn er damit rumhantieren kann? Das wird vermutlich die Kamera sein. Das wird schon mal kurz hier dran. Okay. Endlich wieder ein großer Akku. Oder sagen wir mal, endlich eine Mirrorless von Nikon mit. Die Akkus immer von D2X, D3, D3S, D4. D5 und Co. gewohnt war. Sehr schön. Ich hoffe auch, dass das In-Kamera-Aufladen funktioniert. Das wäre nämlich mir persönlich ein großes Anliegen, gerade für Reisen. Was haben wir hier Schönes? Ich glaube, das ist das Ladegerät. Das schaut jetzt etwas anders aus, weil man nur mehr eine Möglichkeit hat, den Akku aufzuladen. Die alten Profikameras hatten immer zwei. Wurden aber auch nacheinander geladen, insofern parallel. Aber man konnte dann in der Nacht beide anstecken und ja, sehr schön. Wie haben Sie das mit der USB-C Power Delivery? Ja, das ist natürlich super. Das erspart uns das Tragen eines weiteren Netzteils. Haben wir noch Schönes bekommen? Und das Netzteil. Was steht hier Schönes drauf? 15 Watt. Okay, sehr schön. Also quasi Europa-Stecker auf USB-C. Sehr gut. Dann kann man das nicht mehr anstecken. Kamera-Strap. Und das ist dann wahrscheinlich USB-A auf USB-C. Genau, okay. Dann fragt man, ob wir noch eine Kabelstelle haben oder sowas in der Richtung. Ja, genau. Das ist zum Montieren von den HDMI-Kabeln und USB-C-Kabeln. Dann haben wir das Zubehör auch schon ausgepackt. Dann können wir zu dem wirklich interessanten kommen. Ich habe sie bis jetzt nur von Bildern gesehen. Wow, okay. Gemäß. Okay, das ist eine Kamera. Dagegen war die Z7 ein Leichtgewicht. Aber man hat dafür wieder den Hochformatgriff und den riesen Akku. Aber die Kamera ist auf jeden Fall ohne Batterie schon schwer. Und hier ist sie. Nikon Z9. Okay, da haben wir ein Netzwerk, Mikrofon, Kopfhörer, HDMI, USB. Dann haben wir logischerweise Bracketing, Modischalter, Serienbildgeschwindigkeit und Blitz. Okay. Das Okular schaut größer aus als bei der Z7, aber vielleicht täuscht mich das nur. Okay, da kann man die Serienbildgeschwindigkeit so einstellen. Okay, sehr gut. LAN hat eine eigene Leuchte bekommen. Es gibt wieder ein Mikrofon, um Notizen zu Bildern aufzunehmen. Ist jetzt der Play-Button auf die linke? Nein. Okay, das ist interessant. Das hingegen. Also Filmaufnahme, ISO, Belichtungskorrektur und An-Ausschalter. Oh ja, der Schalter fühlt sich gut an. Oh, wir kriegen drei Function-Knöpfe. Ich bin schon gewundert, was der hier macht. Aber das ist wahrscheinlich auch ein. Das werden wir rausfinden müssen. Okay, ja, war soweit. Kurzes Unboxing. Jetzt wird man zum Spaß noch den Akku reingeben. Aber was haben wir hier noch? Kensington Lock. Okay, für Leute, die ihre Kamera
irgendwo längerfristig für Zeitraffaufnahmen, Film oder was auch immer positionieren wollen. Dann hier auch ISO-Drehregel im Hochformat und Lock hier für den Auslöser. Ja, sehr gut. Achso, Speicherkartenslot können wir uns noch anschauen. Was haben wir hier Schönes? Einmal XQD und zweimal XQD. Und halt auch mit dem Verriegelungsschalter. Okay. Sehr gut. Das schaut auch aus, als hätten sie es mit einer Gummilippe gegen Wasser abgedichtet. Ja, okay. Also die ist wahrscheinlich zumindest Spritzwasser geschützt. Und das erste Mal für eine Profikamera, man kann quasi das Display klappen. Wenn man bodennah arbeiten möchte, ist das natürlich ein riesengroßer Vorteil. Und man kann das auch schwenken. Hatte ich gesehen, aber da muss man wahrscheinlich irgendwo noch was drücken. Ist das vielleicht der magische... bevor ich es jetzt kaputt mache, das schauen wir uns später an. Was wir jetzt noch machen könnten ist... schön. Gut. Dann packen wir mal den Akku rein. Selbe Seite wie bei der D5 und bei allen anderen. Der Akku schaut auch optisch erstmal gleich aus. Aber ich glaube, es ist einfach eine Nummer weiter, oder? Genau. 18A war, glaube ich, so D3, D4. Und mittlerweile sind wir ein bisschen weiter. Das heißt, der arretiert hier mit diesen Nasen im Deckel von der Kamera. Mit einer Hand ist das ein bisschen schwierig zusammenzufremen, aber das hält dann zusammen. Das heißt, man kann quasi den Akku so an diesen. So, dann kommt das da rein, wird rumgedreht. Dann werden wir erstmal Datum und Land einstellen dürfen. Oh nein, er springt direkt rein. Ja, sehr gut. Gut, also Quick Unboxing und einmal noch die Bedienelemente von der D5 hätte ich bald gesagt. Nein, das ist natürlich die Z9. Und ja, ich nehme die heute, glaube ich, gleich mit zum ersten Shooting. Das Display oben schaut schon mal irgendwie heller aus als bei der Z7. Und ja, vielleicht schaffe ich es ja auch bald, euch Erfahrungsberichte auch noch zu posten. Bis dahin, hoffe ich mal, war das Unboxing nicht so langweilig und hoffentlich habe ich nicht so viel Blödsinn erzählt. Ciao!